Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge widmet sich ein zweites Mal der kleinen Hündin Mira, die im Juni vergangenen Jahres im Tierheim abgegeben worden war. Ihre Besitzer konnten ihr damals aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gerecht werden. Als Mira vor rund 9 Monaten erstmals in die Arche Noah kam, war sie freundlich zu jedermann und auch zu anderen Tieren. Nach einer gewissen Zeit konnte sie in ein neues Zuhause vermittelt werden. Doch die Trennung von ihren vertrauten Menschen hatte den Charakter der 8-jährigen Hündin verändert. Das Verhältnis zu Menschen ist zwar auch heute noch gut, da sie keinerlei Auffälligkeiten zeigt. Aber bei der Begegnung mit Artgenossen und anderen Kleintieren hat sie kein entspanntes Verhalten mehr. Aus diesem Grund kam die kleine Hündin ins Tierheim Arche Noah zurück. Ihre neuen Besitzer kamen mit der Aggressivität bei der Begegnung mit anderen Hunden nicht zurecht. Merkt man schnell, dass sie ein ganz liebenswertes, aufmerksamkeitssuchendes Hündchen ist, das durch die Trennung von den Bezugspersonen etwas aus seiner Hundebahn geworfen wurde. Mira ist als Jack Russell von Natur aus etwas quirlig. Deshalb werden für Mira erfahrene Menschen gesucht, die sich mit dieser Rasse auskennen und ihr die frühere Ruhe und Sicherheit wiedergeben können. Menschen hat, die ihr liebevoll, aber bestimmt ihren Weg zeigen, dann kann sie wieder der tolle Hund werden, der sie war. Dann ist Mira wieder der Jack Russell, wie er bei Wikipedia beschrieben wird. Lebhaft, wachsam und aktiv, mit einem intelligenten Ausdruck, freundlich und mit ruhigem Selbstvertrauen. Genau so war die niedliche Mira, bevor ihr vertrautes Leben wegbrach. Nun müssen nur noch die richtigen Tierfreunde beim Sehen dieser Folge erkennen, die Menschen mit Jack Russell-Erfahrung. Das sind doch wir. Wir geben Mira die zweite Chance.